Patienten in der Stadt versus Patienten auf dem Land, OP-Edition. So, wie geht's dann los? Ja, aber warum zittern Sie? Haben Sie Parkinson? Bisschen nervös. Ist ein Tohuwabohu hier. Ja gut, gar kein Problem. Wir legen Ihnen jetzt erstmal einen Zugang, damit Sie die Narkose bekommen und gut einschlafen können. Venöser Zugang? Das tut doch aber weh. Okay, dann machen wir das so. Sie bekommen erstmal eine Tablette und die fährt Sie erstmal so ein bisschen herunter. Das soll ich nehmen? Ich hab doch eine Hyperthyreose. Das kriege ich nicht runter. Ich hole einen Kindersaft. Ja, ich würde nur vorher gerne meine Mutter einmal noch anrufen. So. Oh, heute kommt der Blinddarm raus. Sind Sie schon nervös? Nervös? Nee, ich habe hier nur schon mal was vorgebohrt. Da kann der Operateur, das sind ungefähr 2 cm, einfach reingreifen, Blinddarm rausholen und dann ist Sense, okay? Bitte was? Ja, streng genommen weiß ich gar nicht, warum ich überhaupt in den OP soll. Wir haben bei uns im Ort einen Schlachtbetrieb. Da habe ich der Tante Inge letzte Woche eine neue Hüfte eingebaut. Moment, wer ist Inge und lebt sie noch? Ja, sicher. Also, wir haben Gerätschaften zu Hause. Ich kann die Operation auch bei uns machen. Was? Ja, wenn Sie mal kurz helfen könnten, dann brauchen Sie den Arzt gar nicht holen. Dann greifen Sie nur mal kurz hier rein und nehmen den Blinddarm einfach raus. Alter!